direkt im Anschluss die nächste Folge von diesem wunderbaren Spiel. Ikor bringt mich jetzt nach oben hin mit dieser etwas seltsamen Steuerung, weil wir mit zwei, also wir spielen das gemeinsam ja. Ah, ich hab's geschafft, warte. Nein. Warte, warte. Nein. Lauf noch gegen die Wand. Ja! Okay, fertig. Danke. So, jetzt guck mal, ob du das hier doch nochmal hinkriegst mit der Fackel. Das schien ja irgendwie... Genau, wir spielen gerade das allererste Level. Mussten nochmal von vorne anfangen. Ja, vielleicht fehlt da was, genau. Ja, das ist wieder so ein Mehrmals-Anklick-Ding wahrscheinlich. Ja. Okay. So, ich schätze mal, den Stuhl kannst du auch vielleicht verzaubern hinter dir direkt. Von dem Gnomen. Weiß ich noch nicht. Ich probiere mal. Du kannst ihn anzaubern. Von vorne wahrscheinlich. Von hier. Soll ich dir ins Gesicht schießen? Das sieht eher aus wie kleine Schweinchen statt wie Kobolde. Hier ist noch so ein Feuerwerkstintending. Mhm. Bam. Bam, wir haben 100% gleich. Oder haben wir das schon? Ich hab mir aufgepasst. Das sieht fast so aus, wie wenn es 100% wären. Ja, wir haben 100%. Tja, wir haben halt gut gegrindet. Warte mal kurz. Muss irgendwas lesen. So, okay. Ist das drauf? Ne, gut. Miep. Gut, dann gehen wir jetzt mal da durch, oder? Irgendwie. Ich glaube, wir müssen irgendwie was vorsprechen oder so. Hier, die Bücher liegen noch rum. Kannst du die echt nicht verzaubern? Ja, okay. Nee. Hast du den Haufen an Büchern schon weggezaubert? Das bin ich. Oh. Ja. Ich glaube nicht. Wir haben jetzt, glaube ich, alles erledigt. Ruckelt? Da. Nee, kann nur dich. Also er scheint un... Ich guck mal, wir glaube, wir müssen hier hin. Da ist irgendwas, ja. Das ist ein leises Dings. Ach nee, wir müssen zu dem Kobold hier, oder? Kann das sein? Wir müssen hier hin, wahrscheinlich zu diesem Pfeilchen. Würde ich jetzt sagen. Und dann zwei... Ah ja, zwei, okay. Hallo. Irgendwie was. Grip Hook. Nee, das war nicht. Doch, das war Grip Hook. Grip Hook war ja der, der dann irgendwie... Ah ja, der uns Swing gebracht hat. Kindesselanhänger. Ja, klar. Aha, ich bin hier jetzt der Schlüsselmensch. So, so. Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern, so schlimm ist das gar nicht. Halte J. So, ich halte es, da wird jetzt aufgeschlossen. Aber fahren wir hier gerade in die Katakomben? Ja, jetzt müssen wir aber erst hier natürlich wieder alles kaputt machen. Natürlich. Kann ich eigentlich auch zaubern? Jetzt? Aber die können nicht zaubern, oder? Ja, du kannst für immer zaubern jetzt. Ich gehe mal wieder auf Harry, denke ich. Willst du mal Hagrid steuern? Nee, nee. Mach ruhig. Weil ich kann auch Hagrid und du sammelst ein, aber ich glaube, das ist zu laggy für dich, oder? Ist besser, ich warte drauf, dass du es aufgezaubert hast und ich sammel's ein. Hier die Stühle. Oder nicht? Also ich habe hier nichts machen können. Okay, gut. Doch. Siehst du? Hier die. Ja, die Stühle gehen auch. Genau. Ich meine doch. Auch wenn wir schon genug von den Teilen haben, Geld kann man nie genug haben. Vertrau mir. Was kann man sich da kaufen später? Ja, Kostüme, neue Charaktere, die man spielen kann. Ah, okay. Also, soweit ich mich erinnern kann. Ich habe nie so weit gespielt, dass man das irgendwie... Wahrer Zauber! Jetzt haben wir es geschafft. Jetzt haben wir 100%. Bam! Da, dann musst du hier anzaubern, diesen blinkenden Karren unter dir. Oder da kann ich einsteigen? Warte mal. Et voilà. Ich fahr dich mal um. Oh. Hast du was mit Führerschein dafür? Nee. Oh. Ja, sieht man. Ups. Oh, da waren noch Dinge. Ja.
Ja. Das ist gar nicht so einfach. Oh. Ah, das ist noch nee. Oh. Oh, jetzt ist es kaputt. Ah, das ist wieder neu. Das ist kaputt. Aber den Stuhl musst du noch zusammen schießen. Probier nochmal, ob er nochmal was davon bekommt. Ich gucke in der Zeit, ob hier noch was ist. Oh. Ah. Wieder laggy? Ja, die ganze Zeit. Okay, jetzt bin ich wieder da. Wenn du dich nach links bewegst, dann bewegt sich aber ein Bild auch nach links und das. Soll ich mir wieder da? Ich kann ja mal eben raustappen und gucken, wie es ausschaut mit dem. Ich lade nämlich noch gerade was hoch währenddessen, weil ich ein bisschen unter Zeitdruck bin. Hier ist nichts mehr. Das können wir später. Okay. So, du darfst jetzt mal den kleinen. Ja, du darfst jetzt ziehen, genau. Diese Maschinerie gehört zu dem Tor, ne? Da kannst du nichts tun, ne? Ja. Okay. Sind richtig gewieft, die Leute. In der Ecke was verstecken. Money. Hier ist bestimmt auch was. Hier kann man was tun. Was war? Stuhl. Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte gucken, ob ich. Wobei, vielleicht kann das Ding hier nur Dings bedienen, der Kobalt bedienen. Könnte sein, ich probier's mal. Ja, wenn die Schlösser nur von dem aufmachbar sind. Mhm. Ah. Er hat einen Schlüssel. Mhm. Vielleicht kannst du mit dem dann auch die Truhen aufmachen. Geh doch mal mit dem hier vor. Ja, okay. Ja, das könnte wirklich sein. Ja. Bei, was war denn das? Glaube ich bei dir. Ich habe J gerade probiert. Wo ist nochmal das H ist rollen? J ist eigentlich der Kram. U springen. Okay. Und K ist Wechsel des Charakters. Hm. Ja, das geht also nicht. Weiß nicht, wie man das da hinten kann. Oh, guck mal, ziehst du mal drauf? Nee. Da könnte man drauf schießen. Lass mal. Warte mal. Auf das Ding. Auf den Mechanismus hinter dir. Okay, das war dann wohl scheinbar ich. Geht wohl nicht. Okay. Ja, gut. Gut, dann gehen wir jetzt nach rechts, oder? Oder wie? Oder muss er das doch machen? Also wir müssen hier irgendwie. Also entweder muss er hier diese Schlösser aufmachen von den Truhen. Oder wir brauchen noch irgendwas. Oder du musst dieses Teil hier verzaubern, was hier so ausschaut. Probier nochmal hier, ob ich irgendwie klarkomme. Hey. Ah, ich muss länger durchhalten. Ups. Ja. Und jetzt musst du es zaubern. Okay. So, dann spreche ich mal vor, denke ich. Oder willst du erst. Willst du erst die Truhen vorne aufmachen? Ich glaube, das ging nicht. Ah, ich muss gedrückt halten, vielleicht meinst du? Ja, komm, wir schauen nochmal, wir wissen ja nicht. Hm, schau nochmal lieber. Nee, es klappt gar nicht. Das blinkt halt, das wundert mich ein bisschen. Ja, das wird wahrscheinlich irgendein Charakter sein, den wir noch nicht haben. Das ist nämlich häufiger so. Aber Archio dafür. Nee, nicht Archio. Wie hieß es? Der Aufmachspruch. Alle Homora. Genau. Ah, da sind sie. Katakomben. Er kann sich nie den Unterschied zwischen Stalaktit und Stalagmiten machen. So, hier ist wieder Zaubern angesagt. Ich sehe es. Nicht mich. Aber die ganzen anderen Dinge hier. Scheint ein Upload fertig zu sein. Das ist so das schöne Bild. Ja, das ist ein Upload wahrscheinlich. Oh oh. Jetzt hast du ihn getötet. Ja. So. Weil ich runtergefallen bin. Du musst aufpassen. Du musst das da vorne noch verzaubern. Die Besen und so. Ja, ran. An diesen Fackeln. Das sind Fackeln, sorry. Ah, ja, gut. Und aufpassen, nicht runterspringen. Okay, jetzt geht's wieder los. Da ist noch was, oder? Ja, das ist aber wieder so eine Truhe. Warte mal, geh mal hier rüber, hier kann man nämlich hin. Oh. Oh.
Hier ist ein brennender Drache. Wenn du da reinläufst, kriegst du Schaden. Aber die Fackeln kannst du wieder dahin zaubern. Sehr gut. Die Sachen auf dem Boden. Genau. Also eine Galeone. Pass auf, dass du nicht. Du kannst daran ziehen, aber ich glaube, das geht nicht, weil der Drache da ist. Wir müssen ihn jetzt irgendwie ausmachen. Geh noch mal hin und probier mal daran zu ziehen. Vielleicht hilft das ja. Ah, okay, siehste. Jetzt kann ich hier hin, nämlich mit meinem Schlüssel. Ich weiß nur nicht, daneben an ist ja auch noch was. Da müsst ihr bestimmt auch hin. Ja, schau mal drüben. Aber ich denke mal, erst das Verstecktere ist das Bessere, weil du da dann... Wenn dann die Story halt weitergeht? Ja, die Story geht bestimmt bei beiden weiter. Vielleicht sind das die beiden, Ach so, stimmt, wir müssen ja. Mhm. Vielleicht haben wir hier dann daneben gemacht. Oh, mein Geld. Oh, shit. Ja. Okay, es ist doch weitergegangen. Schade, Schokolade. Ollivander. Sind 382 BC. Ja, genau. So eben die Tastatur ein bisschen. Das Ding da oben, die Spirale. Muss man da mal irgendwas machen, dass die aufhört? Nee, die wird jetzt für immer da so leuchten, weil wir ja wahrer Zauberer sind. Achso, da kann man nichts freischalten dafür oder so. Das Freischalten, das kann man nachher in diesem Kleidungsladen, der ein bisschen weiter runter die Straße ist. Deswegen kommt man ja immer noch in die tropfenden Kessel, weil man hier alles möglich machen kann. Wir sind da gestern aus Versehen auch reingestolpert in die Ecke. Stimmt, da war mal, ja. Oh, sowas. Einstecken nach dem anderen. Ich finde aber trotzdem, dass sie trotz Witz auch immer noch die Epik der Story dann rübergebracht haben. Nie das runtergezogen haben irgendwie, ne? Finde ich immer gut. Wir springen zwar immer mal ein bisschen was, aber ja, ist ja auch Jahre 1 bis 4, ne? Gesundheit. Ja, wir haben leider nur eins gefunden, weil wir den Rest, glaube ich, nicht konnten. Oder es war halt hinter der Truhe, wo wir verkackt haben. Da bekommen wir nämlich die... Das war immer ein Level. Okay. Das war jetzt gerade ein Level. Man kann auch offenes Spiel machen. Das haben wir vorhin gemacht. 80.000. Ja. Achso, die haben wir ja. Genau, dafür haben wir einen goldenen Dings bekommen. Goldene Steine. Level abgeschlossen. Wahrer Zauberer. Schüler in Gefahr. 3 Stück. Geschichte fortsetzen. Aber zuerst mal sage ich danke fürs Zuschauen und viel Spaß mit der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Bis später.